Epigenetik. Unsere Gene können wir nicht verändern, aber wir können sie wohl verändern und beeinflussen, wie diese ausgelesen werden. Was das alles beeinflusst, vor allem wie das Ganze funktioniert, alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeier. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Epigenetik. Genetik kennt wohl jeder von uns. Jeder von uns hat ein eigenes Genom, das heißt die Summe seiner Gene. Das ist unseren Eltern geschuldet, die sich eines Tages oder vermutlich des Nächtens, da haben sich der Mama und Papa getroffen und ihre Chromosomen auf einen Haufen geworfen. So macht das an und für sich die Erzeugerfraktion und 9 Monate später dann kommst du oder ich auf die Welt mit dem Buch der Bücher in der Hand, mit den 10 Geboten in Stein gemeißelt, mit deinem Genom. Eigentlich hast du es ja schon früher nach der Befruchtung, aber jetzt für den Effekt einmal, du hast jetzt dein Genom und das ist der ultimative Bau- und Reparaturplan für den menschlichen Körper. Das heißt, alles an Körperstruktur, was aufgebaut wird und was repariert wird, ist in diesem Genom jetzt verzeichnet. Und dieses Ding benutzen wir jetzt, also dieses Genom benutzen wir jetzt 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und trotz aller Unterschiede von den Menschen, also von, abgesehen von der Größe, über die Hautfarbe, über das Geschlecht, über das Erscheinungsbild überhaupt, über das Gewicht des Menschen, 99% dieses Genoms haben wir alle als Menschen gemeinsam. Nur 1% ist für diese Unterschiede jetzt verantwortlich. Und das ist wohl jedem von uns bewusst, dieses Genom, also diesen Bauplan, den jeder von uns hat, Inneart sozusagen, den können wir nicht beeinflussen. Aber jetzt gibt es ja noch den Begriff der Epigenetik, also Epi steht für über das Genom, übergeordnet, und das bezeichnet eben die Fähigkeit des Menschen, wie er diesen Code jetzt ausliest. Das heißt, der eine bedient sich seines Genoms jetzt eher optimal, mit sehr guten Lebensentscheidungen, mit sehr guten Nahrungsentscheidungen, und der andere verwendet sein Genom eher eben suboptimal. Wie funktioniert das Ganze? Was hat alles Einfluss darauf? Natürlich wichtig zu wissen. Deswegen schauen wir jetzt kurz einmal an die Erklärtafel. So, also jeder von uns hat ein eigenes Genom. Also wenn wir von Genetik sprechen, dann sprechen wir von der Summe unserer Gene, unser Genom. Der große Bauplan, die große Blaupause. Wenn wir jetzt von Epigenetik sprechen, Epi übergeordnet vom griechischen Wort, dann eben, wie wird dieser Bauplan jetzt von uns verwendet? Da gibt es natürlich verschiedene Einflüsse, die auf uns einwirken, von außen oder von der ganzen Lebensweise, und dieser Bauplan wird eben unterschiedlich verwendet von uns, könnte man schon sagen. Jetzt schauen wir uns einmal grob an, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir vom Bauplan sprechen, dann sprechen wir natürlich von der DNA, das heißt von einer Doppelhelix, Desoxyribonukleinsäure. Das ist der Grundplan. Wenn im Körper etwas repariert werden soll, kommt es aus dem Zellkern raus und der Körper, je nach Bedarf, wird dann von einem kleinen Teil dieser DNA dann wird von einem Teil dann eine Kopie anfertigen, eine RNA, also eine Ribonukleinsäure. Mit dieser RNA geht es dann ab zu den Ribosomen, das sind die Eiweißkraftwerke in unseren Zellen, und dann wird Eiweißstruktur gebaut für unsere Körperstruktur, für Reparatur- und Aufbaumaßnahmen. Das wäre es jetzt im Groben, sozusagen die Blaupause ist die DNA, die Genetik, und so wie es ausgelesen wird, dann wäre es die Epigenetik. Wie das der Körper jetzt genau macht, schauen wir uns auch noch kurz an. Das heißt, diese Doppelhelix ist innen dann mit Nukleotiden dann verbaut. Sieht man dann immer recht schön ATGC, das heißt Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Natürlich kann der Körper jetzt sozusagen, es wäre unlogisch, jedes Mal das ganze riesige Buch an Arbeitsaufträgen immer durchzusuchen. Deswegen hat er ein paar sehr hervorragende Werkzeuge dabei. Das sind die Eiweißstoffe. Da geht es dann ans Cytosin, da wird Methyl dann angeheftet, dann sprechen wir von einer Methylierung, das heißt, dieser Bereich wird dann deaktiviert. Das könnte man sich auch als Lesezeichen jetzt vorstellen, das heißt, wenn jetzt eine Methylierung vonstatten geht, wird dieser Bereich dann deaktiviert und kommt nicht zum Einsatz. Und wenn es jetzt um eine Aktivierung geht, dann gehen wir von Acetyl aus, das heißt, es gibt eine Acetylierung oder von Phosphor, eine Phosphorylierung, und dann wird das Ganze aktiviert. Das heißt, es kommt dann zu einer epigenetischen Prägung, je nachdem, was permanent von dir gefordert wird, von deinem genetischen Code, werden diese Marker dann gesetzt. Dann kommt es an der Stelle zu einer Deaktivierung. Und wenn du je nach Lebensstil jetzt gewisse Bereiche brauchst, dann Acetylierung und Phosphorylierung. Und diese Gene werden dann hervorgehoben, sozusagen für einen späteren Gebrauch dann
und das nennt man dann sozusagen Genexpression. Dieses Gen wird dann, weil es ständig gebraucht wird, dann in den Vordergrund gerückt und dieses wird dann durch eine Methylierung ständig abgeklebt. Wie gesagt, man könnte sich es bei einem Buch so vorstellen, als wie wenn Lesezeichen jetzt eingefügt werden und wenn gewisse Passagen, die nicht benötigt werden, einfach zusammengeklebt werden. Denn die Methylierung ist nichts anderes, als wie die DNA-Doppelding wird zusammengeschoben. Das heißt, sie kann nicht mehr ausgelesen werden, weil sie nicht benötigt wird. Einflüsse auf die Epigenetik haben natürlich jetzt unser Essen mit der Nährstoffdichte drinnen. Wenn du fastest, kommen andere genetische Sequenzen jetzt zum Einsatz. Es wird nie der ganze Code gebraucht, immer je nach Bedarf. Bei Kälte, Hitze, bei Stress, bei Schlaf, bei Bewegung, bei Sport, bei Stimmung, beim Alter, der genetische Code wird jedes Mal anders ausgelesen. Das kann man jetzt natürlich je nach Lebensstil auch umdrehen und kann sagen, ja, man hat einen gewissen genetischen Grundcode und je nachdem, wie man sich verhält, werden eben gewisse Passagen ausgelesen. Das heißt, eine genetische Komponente bei gewissen Erkrankungen kann man mit einem gewissen Lebensstil mit Hilfe der Epigenetik einfach umgehen. Die Wissenschaft ist jetzt eher auf der genetischen Seite schon unterwegs. Da geht es dann in den Bereich Genschere rein. Gibt es ja die neuen Forschungsergebnisse. Mittlerweile hat man es geschafft, dass man die Genetik dann insofern beeinflusst, dass man mit gewissen Enzymen dort eine Genschere ansetzen kann. Dann könnte man einen einzelnen Bereich rausnehmen, wenn es dort zu einer Mutation kommt, die negativ für den menschlichen Körper ist. Ist jetzt in den Anfängen, ist noch Zukunftsmusik. Das heißt, mit der Epigenetik könnte man auch darauf einwirken. Dann wäre es eben nicht so, dass die Gensequenz rausgeschnitten wird, sondern von epigenetischer Sicht wäre es dann mit der Methylierung, die wird einfach zusammengeschoben, wenn sie nicht benötigt wird. Das heißt, der genetische Code, wenn du eine genetische Komponente bei irgendeiner Symptomatik hast, ist nicht in Stein gemeißelt. Je nachdem, wie du den genetischen Code jetzt ausliest, hast du natürlich Spielraum, wie du es verwendest. Und es muss nicht jede Mutation oder jeder genetische Defekt jetzt zum Zuge kommen. Es kommt darauf an, wie du das Ganze verwendest. So, also Fazit. Das Genom spielt eine wichtige Rolle bei Menschen, ist auch bei vielen chronischen Erkrankungen und bei vielen Beschwerden natürlich jetzt teilweise beteiligt. Aber wenn es um das Epigenom geht, muss man halt jetzt die positiven Aspekte jetzt einmal ins Auge fassen. Man kann immer etwas tun. Das heißt, das Genom können wir nicht verändern. Die Wissenschaft arbeitet schon dran mit der Genschere. Es wird noch einige Jahrzehnte dauern und ist vielleicht in allen Fällen jetzt auch nicht so optimal. Aber gerade auf der epigenetischen Schiene natürlich, wie verwendest du das Ganze? Da ist viel rauszuholen, vor allem für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden, natürlich jetzt auch für dein Körpergewicht. Das heißt, deine Lebensentscheidungen sind natürlich jetzt im Vordergrund, da kannst du noch viel dafür tun, dass dein Genom, je nachdem wie es aufgestellt ist, natürlich optimale Verwendung findet. Wichtige Videos jetzt noch zu dem Thema, wenn es um Lebergesundheit geht, auch ein wichtiger Punkt dabei, gerade ums Wohlbefinden und wenn es ums Abnehmen geht, ist die Leber natürlich auch eine Schlüsselstelle und ein Video natürlich wieder zur Autophagie, ganz wichtig zu wissen. Denn gerade jetzt natürlich bei Fastenperioden, entweder isst du oder du fastest du, werden andere Gensequenzen jetzt wieder aktiviert und andere werden wieder deaktiviert. Was es da für positive Vorteile gibt, da ein Video dann näher erklärt, wichtig einmal drüber schauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen zu Fragen. Wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten. Also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.